Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg, den Spezialisten für BMW und Mercedes. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe bei einem BMW F10 Facelift aus 2015. Das ist ein 530 Diesel. Dieses Video ist für alle Automatikgetriebefahrer interessant, denn man muss verstehen, dass ein Automatikgetriebe einer Wartung bedarf. BMW sagt zwar, das Getriebeöl ist eine lebenslange Füllung oder wartungsfrei, jedoch baut BMW das Getriebe nicht selber, sondern kauft das bei ZF ein. ZF sagt da was anderes, das Getriebe bedarf einer Wartung zwischen 80.000 bis 100.000. Man muss aber differenzieren, ob ein Fahrzeug 100.000 Autobahnen gefahren ist oder 80.000 Stadt. Natürlich könnt ihr euch das vergleichen mit einem Schalter. Je mehr ihr mit einem Schalter in der Stadt fahrt, desto schneller ist irgendwann die Kupplung defekt. Genauso ist es auch bei dem Automatikgetriebe. Deswegen sinnvoll ist, damit euer Getriebe länger hält, das rechtzeitig zu machen, das heißt bei 80.000. Was für Wartung gibt es überhaupt? Wenn ihr das mit dem Motor vergleicht, dann kann man das etwas missverstehen. Man nennt oder viele nennen zum Beispiel eine Wartung einen Getriebeölwechsel. Das darf man nicht missverstehen, denn ein Getriebeölwechsel wechselt nur ein Drittel des Getriebeöls. Denn das ist das, was in der Ölwanne drin ist, das wird gewechselt. Das sind 3 Liter, ganz genau. Das Getriebe an sich hat aber eine Füllmenge von 9,5 Litern. Das heißt, wenn ihr einen Getriebeölwechsel macht, dann tauscht ihr nur ein Drittel des Öls und der ganze Dreck bleibt weiter im Getriebe. Wie kann das sein? Weil wir haben auch im Getriebe einen Wandler, wir haben Getriebeleitungen, wir haben einen Getriebekühler. Deswegen, wenn man sein Getriebe vernünftig warten möchte, sollte man eine Spülung machen, eine Getriebespülung. Bei einer Getriebespülung wird das gesamte Öl im Getriebe ausgetauscht, das heißt die gesamten 9,5 Liter. Jedoch, Getriebespülung ist nicht gleich Getriebespülung. Da gibt es Unterschiede. Man spült die eine Variante mit Chemie, das heißt, in euer altes schmutziges Öl wird eine Art Chemie reingepackt und mit dieser Chemie und alten schmutzigen Öl wird gespült. Warum macht man das? Weil man Geld sparen möchte und den Gewinn maximieren will. Denn altes Öl ist eh vorhanden, so eine Dose Chemie ist relativ günstig und für eine Werkstatt, dann haben sie im Endeffekt am meisten Gewinn. Warum ist das problematisch? Weil wir erstens diese Chemie, die wir ins Getriebe reinfüllen, sie greift die Gummidichtungen im Getriebe an. Das heißt, die Lebensdauer des Getriebes verringert sich. Die zweite Problematik ist, wenn eine Chemie ins Getriebe reingeht, kriegen wir diese Chemie nie wieder wirklich raus. Denn so ein Getriebe, wenn man das zerlegt hat, so eine Mechatronik zerlegt hat, dann versteht man, dass wir sehr, sehr viele kleine Kanäle haben. Und wenn einmal Chemie drin ist, dann braucht man das Fünffache an Öl, um diese Chemie jemals wieder rauszubekommen. Die beste Option ist eine Spülung mit ausschließlich sauberem Öl. Das heißt, das Getriebe wird mit sauberem Öl durchgespült, das saubere Öl drückt das Schmutzige raus und die vermischen sich nicht. Wichtig bei diesen Sachen, wenn man sich für eine Getriebespülung entscheidet, denn das kostet ja auch alles Geld, dass man Originalteile verwendet, denn ihr bezahlt ja für die Spülung Geld. Wenn man schon Geld in die Hand nimmt, dann sollte es auch das maximale Nutzen haben. Und deswegen nehmen wir auch zum Beispiel nur Originalteile, nur Original-ZF-Öl. Warum machen wir das? Weil ein ZF-Getriebe kostet 9.500 Euro. Und es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen, originales Öl zu nehmen, originalen Filter inklusive Ölwanne, anstatt an der falschen Stelle zu sparen. Denn wir haben einfach viele Kunden erlebt, die viel Geld für eine Spülung investiert haben mit Zubehörteilen und das Getriebe schaltete danach schlechter als vorher. Danach wurde das Getriebe mit Originalteilen sozusagen befüllt bzw. gespült, vernünftig befüllt und das Getriebe schaltet ideal. Deswegen nur zum Vergleich, 1 Liter ZF-Öl kostet 25 Euro und wenn wir zum Beispiel so eine Spülung machen, brauchen wir, je nachdem wie viel Kilometer das Getriebe hat, zwischen 20 bis 25 Liter Getriebeöl. Zum Beispiel 20 Liter Kanister Zubehöröl kostet 100 Euro, dass man einfach die preislichen Differenzen hat. Eine Getriebewanne inklusive Filter original kostet von ZF 180 Euro, ein Zubehörsystem um die 40. Daher muss man natürlich schauen, was möchte man. Ich finde, bei sowas sollte man nicht an der falschen Stelle sparen, denn so eine Spülung macht man eh alle 80.000. Daher sollte man da, wenn man schon investiert, auch in vernünftige Teile investieren. Warum ist es überhaupt wichtig, so ein Getriebe zu warten? Oder wie kann es sein, dass BMW sagt, das ist wartungsfrei? Jeder Mensch, der irgendwie in Physik aufgepasst hat, versteht, dass irgendwann Öl seine Eigenschaften verliert, egal wie gut das Öl ist. Deswegen tauschen wir auch bei einem Motor das Öl alle 2 Jahre oder nach einer bestimmten Laufleistung. Denn das Öl verliert natürlich auch nach bestimmter Zeit auch seine Eigenschaften. Wenn diese Eigenschaften verloren sind oder das Öl nicht mehr so gut schmiert, was passiert dann? Wir haben mehr Temperatur, mehr Wärme durch die Reibung.
Das Problem bei den Getrieben, dass die Getriebe sind hydraulische Antriebe. Das heißt, die funktionieren über Hydraulik. Und diese Hydraulik, die wird über eine bestimmten Gummidichtung gehalten. Hier kann man zum Beispiel einige der Dichtungen sehen. Das bedeutet, wenn wir zu viel Temperatur haben, durch die höhere Reibung, werden die Gummidichtungen irgendwann hart. Wenn die hart werden, können sie nicht mehr abdichten. Dann haben wir die Problematik, wie zum Beispiel beim Gartenschlauch, wo ein Loch drin ist. Das heißt, der Druck fließt irgendwo ab. Genauso beim Getriebe. Hier haben wir zum Beispiel diese Gummidichtungen, hier durchläuft das Öl und wenn die hart oder kurz werden, dann läuft das Öl an den Seiten vorbei. Warum ist das für uns problematisch? Ganz einfach. Ein Automatikgetriebe funktioniert über Lamellen. So sehen diese Lamellen aus. Die Lamellen, wir haben natürlich sehr viele von diesen Lamellen. Für jeden Gang haben wir Lamellenpakete und die werden zusammengedrückt durch dieses Öl. Wenn jetzt zum Beispiel der Öldruck irgendwo verloren geht, dann werden die Lamellen zusammengedrückt, aber nicht stark genug. Und bis sozusagen der Druck aufgebaut ist, reiben die Lamellen aneinander. Und das passiert. Das ist das Ergebnis. Die Lamellen gehen irgendwann kaputt. Hier kann man das am einfachsten sehen. Den Gang sozusagen legt die Mechatronik ein. Das ist die Steuereinheit, so sieht sie aus. Wir haben hier Ventile. Die Ventile sorgen dafür, dass der Gang eingelegt wird. Die Ventile sorgen dafür, dass bestimmte Wellen in eine Position kommen und das Öl in eine bestimmte Richtung geleitet wird. Und wenn wir natürlich uns vorstellen, dass irgendwann so eine Gummidichtung, wir haben natürlich sehr viele davon, defekt ist, dann haben wir natürlich das Problem, dass das Getriebe nicht die Drücke aufbaut, die es aufbauen soll, beziehungsweise länger dafür braucht. Wenn ihr zu spät die Spülung macht, dann wird die Spülung euch nicht mehr helfen. Das muss euch klar sein. Deswegen sollte man die Spülung auch rechtzeitig machen. Denn wenn diese Gummidichtung einmal hart und kurz geworden sind und das Getriebe seinen Druckverlust vorhanden ist, dann wird keine Spülung der Welt euch helfen. Da muss man eine Wartung machen, die Mechatronik ausbauen, zerlegen, bestimmte Dichtungen tauschen. Das ist eine relativ teure Angelegenheit und muss nicht sein. Warum brauchen wir denn überhaupt so viel Öl, um so ein Getriebe sauber zu bekommen? Das Problem ist, das Getriebe, vor allem die Mechatronik, hat viele verschiedene Kanäle. Das heißt, wenn wir eine Spülung machen, dann schalten wir die Gänge während der Spülung und jedes Mal, wenn ein Gang geschaltet wird, kommt eine schwarze Öllache heraus. Um ein Getriebe vernünftig sauber zu bekommen, brauchen wir ca. 20 Liter. Wenn ein Getriebe mehr gelaufen hat, zum Beispiel 120 oder 150.000, dann brauchen wir natürlich auch mehr Öl, weil wir haben einen größeren Verschmutzungsgrad. Wie kann das sein? Ganz einfach. Die Lamellen, die zusammengedrückt werden, die haben einen Abrieb. Dieser Lamellenabrieb, der ist nicht magnetisch, daher bleibt er auch nicht auf diesen Magneten, die wir hier sehen, hängen. Wir wollen aber diesen Lamellenabrieb aus dem Getriebe rausbekommen. Und das kriegen wir nur dadurch hin, indem wir halt spülen. Der schwimmt einfach in den Öl. Warum wollen wir den überhaupt rausbekommen? Weil dieser Lamellenabrieb ist, kann man sich vorstellen, wie so eine Art Sand, wie so ein Schmirgelpapier. Und dieser Sand kommt halt in diese Lamellen bzw. in diese Wellen mit rein. Und das ist das, was wir halt nicht wollen. Durch die Partikel in dem Getriebeöl, das von dem Lamellenabrieb herkommt, haben wir einfach das Problem, dass dieser Lamellenabrieb in die Wellen der Mechatronik reingeht und dafür sorgt, dass einfach die Mechatronik beim Gang einliegen klemmt. Deswegen sollte man das Getriebe so lange spülen, bis das Öl halt komplett sauber ist. Mehr gibt es zu der Thematik nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.